Jetzt ist es Zeit, es kacheln zu lassen, den Hebel anzusetzen und richtig auf den Putz zu hauen, um hammermäßig eine Schippe draufzulegen. Aber das Schönste ist, es perfekt zu sanieren. Mit kompletten Systemen und effektiven Produkten, die dich nach vorne bringen. Es ist Zeit. MAPEI. Wir sanieren Deutschland. So, und damit dann ein herzliches Hallo und Willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Bildschirm. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute wieder so zahlreich dazugeschaltet haben zu unserem heutigen Online-Seminar Problemuntergründe und dieses Mal zum Teil 2. Ja, und dieses Mal habe ich mir natürlich auch wieder Verstärkung geholt, nämlich den Jens Borg. Hallo Jens, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich grüße. So, bevor wir losstarten, wir haben nämlich einiges vor in der nächsten, ja, sagen wir mal so ungefähr 60 Minuten, in der nächsten Stunde, vielleicht noch ein, zwei organisatorische Sachen vorneweg. Grundsätzlich ist das Webinar live und Sie haben auch jederzeit die Möglichkeit, live Ihre Fragen hier in den Chat zu stellen. Diese werden dann auch von unseren Kollegen, die den Chat betreuen, beantwortet. Und das ganze Webinar wird auch aufgezeichnet. Das heißt, falls Sie nicht bis zum Ende Zeit haben oder sich das Ganze nochmal anschauen möchten, finden Sie dann den Webinar-Mitschnitt auch bei uns auf der Homepage und auf unseren Social-Media-Kanälen. Ja, und im Anschluss an das Webinar gibt es noch eine kleine Umfrage. Da würden wir uns freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, eben ein paar Fragen zu beantworten, damit wir auch die Möglichkeit haben, unser Schulungsprogramm für Sie zu optimieren. Ja, und da würde ich sagen, starten wir auch umgehend mit unserem eigentlichen Thema. Und Sie haben gerade unseren Wir sanieren Deutschland Trailer gesehen. Und Wir sanieren Deutschland ist nämlich unser Motto dieses Jahr. Nicht ganz ohne Grund tatsächlich. Man muss sagen, dass auf die Neubau-Boom-Jahre 2016, 2017 jetzt ungefähr seit Anfang 2020 wirklich ein regelrechter Sanierungsboom zu verzeichnen ist. Da gibt es auch diverse Marktstudien zu. Und interessanterweise werden sogar knapp 40% der Sanierungsaufwendungen für den Boden aufgewendet, was ich tatsächlich recht interessant finde. Also tatsächlich einen Grund mehr, sich damit zu befassen. Und wie Sie alle wissen, wir begegnen im Sanierungsbau, im Altbau natürlich nicht neuen, schönen, glatten Untergründen, wo ich einfach grundiere, spachtel und bin fertig mit der Nummer, ja, sondern wir haben eben, das wäre sehr schön, aber wir begegnen eben diversen Altuntergründen, von irgendwelchen alten Klebstoff- und Spachtelmassenschichten über Magnesia, Steinholz, Estriche und sonstige historische Altuntergründe, über Altkeramik, Holzuntergründe, Systemböden und natürlich allerhand feuchte Untergründe. Und das sind genau die Themen, denen wir uns widmen. Die ersten drei, die Sie hier sehen, haben wir schon im letzten Webinar durchgenommen. Da finden Sie auch den Videomitschnitt bei uns auf der Website. Und heute soll es eben vor allem um Holzuntergründe, Systemböden und feuchte Untergründe gehen. Und dass ich den Jens mit dazu genommen habe, hat ja auch einen Grund, denn Jens hat einiges an Erfahrung und vor allem auch einiges an schönem Bildmaterial mitgebracht. Und ich würde sagen, starten wir doch mit dem ersten Thema und ich übergebe mal an dich, Jens. Ja, danke schön. Ja, also hier haben wir den Klassiker Verformung durch fehlende Hinterlüftung. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn der Verleger eine andere Verlegerichtung gewählt hätte, wäre es vielleicht optisch gar nicht so schlimm und etwas authentischer. Aber der Bauherr war da doch etwas anderer Meinung, wie man sich unschwer vorstellen kann. Und hier in dem Fall war es dann tatsächlich so, dass eben nachträglich Riebswände aufgesetzt wurden, die Randfugen schön zugespachtelt wurden und es im Nachgang nach der Belegung mit diesen dampfdichten LBT-Belegen halt zu diesen schönen konvex-konkaven Verformungen kam. Im Übrigen sieht man, dass die gesamten MAPEI-Spachtelmassensysteme diese ganzen Bewegungen hervorragend mitgemacht haben. Also an der Qualität unserer Produkte hat es hier diesmal nicht gelegen. Und man sieht also wirklich hier diese Problematik, dass sich so etwas dann wirklich so wie so ein Wellenbrett in der Oberfläche abzeichnet.
Das nächste Bild ist auch sehr eindeutig. Hier wurden dann Linoleumbelege verlegt. Auch hier wurden dann, wie man dann auf der rechten Seite sieht, die Randfugen sehr schön mit Silikon abgesiegelt. Und eine Hinterlüftung findet hier schließlich und schlussendlich gar nicht statt, sodass der Untergrund natürlich keine andere Chance hat, als sich irgendwo entsprechend zu verformen. Auch die nächsten zwei Bilder sind natürlich irgendwo relativ eindeutig. Und hier wurde dann sogar vom Bauherrn noch verlangt, die Randfugen mit Silikon vor der Montage der Fußleisten abzusiegeln, damit er auch bloß nicht im Falle eines Falles irgendwo ein klein wenig Feuchtigkeit eindringen kann. Und auch hier ganz klar die Problematik, fehlende Hinterlüftung führt dann halt eben zu diesen unschönen Erscheinungsbildern. Tja, in Summe bietet so ein Holzuntergrund ja ganz offenbar einiges an Schadenspotenzial. Wenn man sich mal die Norm anguckt, die sagt auch ganz klar, Holzdielen sind kein normgerechter Untergrund und dementsprechend treten halt Verformungen auf und optische Beeinträchtigungen sind halt nicht auszuschließen. Hilft uns an der Stelle natürlich erstmal nicht weiter und wir wissen, dass es in der Praxis natürlich trotzdem gemacht wird. Und von daher schauen wir uns mal an, wie wir denn jetzt vielleicht nicht ganz norm, aber dann zumindest praxisgerecht darauf aufbauen können. Ja, und dazu haben wir auch hier ein paar schöne Bilder, was man denn bei dieser Prüfung dieser Altuntergründe alles beachten muss und wo man sich so ein bisschen dran orientieren kann. Als erstes, natürlich müssen die Holzdielen tragfähig sein. Wenn wir uns links das Bild anschauen, da sind die schon mehr oder weniger total morsch und weggegammelt, kann man eigentlich sagen. Unten drunter ist irgendwie eine Verlegeplatte, die sieht auch schon nicht mehr so schön aus. Ja. Das Ganze kann man mit der Schippe oder mit der Schubkarre schon raustragen. Also von daher, da muss man sagen, naja, egal wie viel ich da jetzt mache mit bauchemischen Produkten, da ist einfach die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben. Wenn ich jetzt rechts die Dielen anschaue, die sehen relativ gut aus. Da sind jetzt erstmal keine Anzeichen von Ausbrüchen oder Wurmbefall oder sonstiges zu erkennen. Es sind irgendwie keine alten Schichten drauf. Wenn man jetzt drüber geht und die bewegen sich auch nicht großartig, kann man sagen, okay, hier kann ich auf jeden Fall mal drüber nachdenken, darauf aufzubauen. Richtig. Ja, feuchter Schädlingsbefall ist natürlich auch so ein Thema bei alten Holzdielenuntergründen, die ja teilweise auch schon ein gutes Jahrhundert auf dem Puckel haben. Und hier sieht man dann ganz klar, dass die eben durch Feuchtigkeit absolut nicht mehr tragfähig sind, beziehungsweise eben auch durch entsprechenden Schädlingsbefall so morsch und mürbe geworden sind, dass also hier schlussendlich nur noch ein Rückbau und ein Neuaufbau erforderlich ist. Da haben wir also wirklich mit Bauchemie gar keine Chance mehr. Ein kleiner Tipp vielleicht noch in der Geschichte, wenn da wirklich ein Schädlingsbefall vorliegt, sollten auch dringend die Tragbalken, die manchmal in die Wände münden, vielleicht mit überprüft werden, um da eben weitere Schäden im Vorfeld vielleicht schon ausschließen zu können. Dann haben wir natürlich die Problematik Feuchtigkeit. Wie prüfe ich das? Relativ einfach mit einem entsprechenden Hausfeuchte-Messgerät. So wie hier hat der Verleger alles richtig gemacht. Und hier zeigt sich ganz klar, dass die dort vorliegende Dielenkonstruktion deutlich zu feucht ist, was zu diversen Schäden führen würde. Gut ist im Bereich zwischen 10-12%. Da kann man dann drauf aufbauen, aber nicht bei solchen Feuchtigkeitswerten wie hier im Bild zu sehen. Tja, wunderbar. Wenn wir jetzt festgestellt haben, okay, es ist auf jeden Fall einigermaßen tragfähig, kein Schädlingsbefall und auch im normalen Bereich der Holzfeuchte, dann finden wir ja üblicherweise im Bestand alte Schichten da drauf. Und dann müssen wir schauen, zum einen kriegen wir die runter, so dass die Dielen unten drunter auch schadensfrei bleiben. Und wie kriegen wir sie runter? Wenn wir uns diese Bilder anschauen, links im Bild sieht man Anhaftungen alter Spachtelmasse. Die kriegt man mit einem intensiven Reinigungsschliff, behaupte ich jetzt mal, relativ gut runter, alternativ mit einer Bandschleifmaschine, ohne dass man die Dielen jetzt allzu sehr beschädigt. Rechts im Bild sind alte Klebstoffreste mit Anhaftungen von Filzrucken. Wer weiß, was da noch alles mit drauf ist. Also da muss ich schon etwas schwerere Geschütze auffahren mit Diamantschleifwerkzeug oder Trommelfräse, sage ich jetzt mal. Da muss man natürlich aufpassen. Da kann man ganz schnell die darunterliegenden Dielen auch stark beschädigen, dass die dann hinterher wirklich nicht mehr zur Aufnahme des nachfolgenden Aufbaus geeignet sind. Wir reden ja in der Regel hier über Weichholz. Von daher immer gucken, lohnt sich jetzt der Aufwand, ist es überhaupt möglich? Und hier hast du uns ein schönes Praxisbeispiel mitgebracht. Ja, hier wurden wir vor die Herausforderung gestellt, in einem bestehenden Kindergarten
nach der Demontage der vorliegenden alten Holzfaser-Spanplattenkonstruktion, was auch immer die da vorher draufgenagelt hatten, einen funktionierenden Aufbau wiederherzustellen. Und hier war es dann eben so, dass die Reste entfernt wurden, nach der entsprechenden Untergrundvorbereitung mechanischer Art, eben um eben Restschichten zu entfernen, wurde hier zusätzlich noch eine Entkopplungsplatte aufgebracht, um einen entsprechenden Höhenausgleich und gleichzeitig auch ein Durchschlagen der Holzdielen nach oben zu verhindern, weil auch hier in diesem Falle nachträglich Wände auf die bestehenden Holzkonstruktionen aufgebaut wurden, sodass also eine Hinterlüftung hier in dem Falle ordnungsgemäß auch nicht mehr stattfinden konnte. Wunderbar. Ja, und in anderen Fällen kann man auch auf solche Sachen hier zurückgreifen, wenn man jetzt nämlich tatsächlich darauf aufbauen kann. Und das ist auch von der Aufbauhöhe und der Hinterlüftung möglich. Stellt sich natürlich die Frage, wie bereite ich es jetzt mechanisch vor, dass eben keine Trennschichten drauf sind. Da kann ein intensiver Reinigungsschliff reichen, so wie jetzt oben im Bild dargestellt, mit einer entsprechenden Schleifscheibe und einer Tellermaschine. Kann aber auch erforderlich sein, dass ich eben dann doch etwas mehr runterschleifen muss, zum Beispiel die Dielen mit dem schönen alten Ochsenblut, wie man so schön sagt. Da brauche ich dann schon eine Bandschleifmaschine oder Diamantschleifzeug, um das auch entsprechend runterzukriegen. Zumindest so wie jetzt im mittleren Bild unten, dass ich nicht mehr vollflächig da Anhaftung drauf habe und eine entsprechende Haftung sichergestellt ist. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen im Einzelfall zu entscheiden. Ich glaube, da gibt es kein richtiges Pauschalrezept und da hat auch jeder so ein bisschen seine eigene Variante. Ja, im Vorfeld natürlich Nägel versenken, um die Schleifwerkzeuge natürlich nicht in Mitleidenschaft zu ziehen und lose, wippende Holzdielen natürlich auch einmal auf den Tragbalken durchschrauben und dann auch wirklich durchgehende Gewinde nehmen, um eben die Sicherstellung dieses Quietschens und Quatschens, um das zu vermeiden und damit die Holzdiele auch eben richtig sitzt. Denn früher wurden in der Regel die Dielen einfach nur genagelt. Das war halt damals Stand der Technik. Und das löst sich natürlich im Nachgang irgendwann mal. Und dadurch habe ich dann halt durch dieses Begehen eben diese Quietsch- und Knargeräusche da drin. Und das kann ich dann halt eben durch ein sorgfältiges Nachschrauben deutlich reduzieren. Ja. So, dann haben wir die nächste Thematik. Ich komme ja immer dahin und habe dann ja irgendwelche Fugen am Boden. Die kann ich natürlich problemlos mit unserem System Planipatch Extra in Verbindung mit der Latexmilch schließen, indem die ganz einfach nach der entsprechenden Untergrundvorbereitung vollflächig einmal überspachtelt werden. Ich habe dadurch halt ein schönes, dauerelastisches System, was auch zuverlässig diese Rissüberbrückung sicherstellt. Oder aber ich habe natürlich Pech, wenn ich höhere Schichtdicken habe, dann kann mir das schon mal passieren, wie dem rechten Foto unten, dass ich diese Sisyphus-Arbeit habe, dass ich wirklich die ganzen Dielen einzeln mit einer elastischen Fugenmasse verfugen muss, um beispielsweise dort einen Epoxidharzvoranstrich aufzubringen, was immer dann erforderlich ist, wenn es beispielsweise um höhere Schichtdicken gehen kann. Aber das ist wirklich eine Arbeit, die möchte man nicht unbedingt machen. Aber dazu gibt es ja Lehrlinge. Das ist aber auch nett, Mike. Ich war ja auch mal Lehrling. Ja, haben wir alle mal wiederholt. Wenn wir dann Stellen haben, wo wir tatsächlich mal was austauschen müssen, beispielsweise ist jetzt wirklich eine Diele morsch oder durchgetreten oder wie auch immer, dann habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich nehme eine entsprechende Holzdiele und passe die wieder ein. Ich besorge mir irgendwo Rauschbund und schneide mir das entsprechend zu. Oder ich mache so wie hier und schneide mir eine entsprechende USB- oder Spanplattenkonstruktion da rein. Hauptsache ist, dass es wirklich zu ist, tragfähig und fest und vernünftig angearbeitet. Und dann sollte ich zur Stabilität am besten ein Gewebe in die Schicht aus Planipatch Extra und Latex Plus einbetten. Generell ist diese Gewebeeinlage eine schöne Möglichkeit, wenn ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob das wirklich alles so passt. Vielleicht ist doch mal hier und da mehr Bewegung drin. Ein Gewebe eingebettet bringt nochmal echt enorm viel mehr Stabilität. Das muss man tatsächlich sagen. So, und jetzt kommt, wir haben es noch ein paar Mal erwähnt, dein Lieblingsprodukt, Planipatch Extra Latex Plus jetzt. Genau. Also hier in dem Falle die Untergrundvorbereitung eben durch gesamtes Vorspachteln der Dielenkonstruktion und nach dem Zwischengrunddielen mit dem EcoPrim T Plus wird dann im Nachgang die Fiberplan aufgebracht. Das ist also eine faserarmierte zementäre Spachtelmasse, die also bis 5 mm bereits nach 6 Stunden belegreif ist, also auch hier natürlich ein sehr schneller Baufortschritt. Und wie gesagt, durch diese Fasereinbettung eben sehr deutlich stabiler. Die ist dann auch, also in dem Fall rissüberbrückend.
Und ich kann die sogar rakeln, weil wir dann in diesem Falle sehr kurzstapelige Fasern verwenden, die sich also auch mit der Zahnrakel nicht auskennen. Also das funktioniert hervorragend. Das kenne ich auch noch von früher, die schönen Fasernester. Die ja, gibt's also genau diese. Also bei uns gibt es die nicht mehr. Korrekt. Super. Ja, und dieser Aufbau, der ist mittlerweile eigentlich schon seit Jahren bewährt, kann man sagen. Und wahrscheinlich kennen ihn auch die meisten, nämlich der Systemaufbau für Holzuntergründe mit Planet Patch X und Latex Plus. Und das haben wir auch mal als Video abgefilmt. Und ich denke, das zeigen wir jetzt mal, unser erstes Anwendungsvideo zum Aufbau auf Holzuntergründen. So, das war unser Anwendungsvideo mit Planipatch X und Latex Plus und der Fiberplan anschließend zur Verlegung von Designbelägen auf Holzdielen. So, und Jens, jetzt hattest du ja vorhin schon angedeutet, also bis 10 mm funktioniert das. Was ist denn, wenn ich jetzt mal wirklich so einen durchgetretenen Raum habe? Man kennt es vielleicht, wenn die Holzdiele schon im Raum wirklich konkav durchhängt. Was mache ich dann? Ja, dann bin ich natürlich irgendwo in der Bedrohung, soll da einen vernünftigen geraden Untergrund herstellen. Und da bleibt mir also dann oftmals nichts anderes übrig, als halt eine dickschichtige Ausgleichsmasse aufzubringen. Und um da halt eine vernünftige Verbindung zu bekommen und vor allen Dingen auch den Untergrund vor Feuchtigkeit zu schützen, arbeiten wir in dem Fall dann halt mit einer entsprechenden Epoxidharzgrundierung, die nach dem Auftragen gleichmäßig abgesandet wird.
wo ich dann entsprechend eine dickschichtige bis zu 40 mm aufbringen kann. In dem Falle hier haben wir dann die Ultraplan Maxi eingesetzt, unter Zugabe von Fasern und um dort halt eben eine entsprechende Rissüberbrückung mit sicherzustellen für den dickschichtigen Ausgleich in diesen Bereichen. Genau, man sieht es ja auch jetzt im Bild so ein bisschen, also auch in höheren Schichtdicken kann ich hier mit der Ultraplan Maxi wunderbar glatte ebene Oberflächen herstellen. Da gebe ich die Fasern in dem Fall natürlich händisch zu. Alternativ könnte ich jetzt bis 20 mm auch die eben gesehene Fiberplan Extra verwenden. Wahlweise geht das Ganze natürlich auch mit Gips, ne? Beispielsweise mit Planitex Fast. Durch die Hybridtechnologie und die schnelle Trocknung eignet die sich dann jetzt auch für höhere Schichtdicken. Das war ja vorher mit Gips dann doch etwas langwierig mit Trocknung. Jetzt haben wir mit Planitex Fast bis 25 mm, gerade mal 3 Tage Trocknungszeit und das auf Gipsbasis wäre jetzt ja auch eine Alternative. Das ist schon sehr schnell, ne? Ja. Also es gibt natürlich immer viele Möglichkeiten, aber wichtig, größer 10 mm sollte man dann hier eben mit Epoxidharz arbeiten, um eben zu hohe Spannungen zu vermeiden. Gut, um das vielleicht dann mal ganz kurz zusammenzufassen zum Thema Holzdielen. Das Wichtigste hatten wir eigentlich eingangs gesehen, nämlich die Hinterlüftung und die Holzfeuchte, die sichergestellt sein muss, dass die im vernünftigen Bereich liegt und dass das Ganze dann eben hinterlüftet wird. Ansonsten morsche, nicht tragfähige Bereiche entsprechend fachgerecht ersetzen, gegebenenfalls mit Gewebe anarbeiten, nachschrauben, Nägel versenken, das Ganze planschleifen und wichtig natürlich Trennschichten so weit wie möglich runterholen, so wie wir es eigentlich auch auf den Fotos und den Videos gesehen haben. Genau. Alles gesammelt, die ganzen Tipps gibt es auch in unserem AWT-Praxistipp über Spachteln von Holzdielenböden. Den finden Sie bei uns auf der Website im Bereich technische Dokumentation. Ja, jetzt gibt es aber natürlich auch noch andere Holzuntergründe außer der Holzdielen, wenn man zum Beispiel hier an Spanplatten denkt. Ja, also Spanplatten, USB-Platten, das sind natürlich auch so gängige Untergründe, die man in der Altbausanierung gerne findet. Und hier gibt es einen ganz interessanten Fall in so einem Renovierungsbereich. Da wurden dann Spanplatten irgendwo als Dielenersatz mit eingebaut. Die Tragbalken wurden dann netterweise entfernt. Durch solche Klotzkonstruktionen da irgendwo ersetzt. Also der Verleger war dann doch ein bisschen sparsam. Und was passieren musste, war natürlich klar, dadurch, dass keine vollflächige Auflage vorliegt, biegen die sich natürlich durch. Und schlussendlich kommt es dann halt eben zu diesen Abplatzungen der vorliegenden Spachtelmassenschichten. Also so etwas kann natürlich nicht funktionieren. Da sollte man dann natürlich auch entsprechend einen fachgerechten Aufbau generieren. Ne? Da kann natürlich die beste Spachtelmasse nicht gegen anhalten, wenn sich der Untergrund da irgendwo 2-3 Zentimeter durchbiegt. Also diese selbstgeschnittenen Konstruktionslatten aus Spanplatten, das ist schon ein tolles Bild eigentlich. Ja, das ist schon, findet man auch nicht so oft. Dann haben wir natürlich auch noch was Gestückeltes. Weitere Problemzonen. Hier wurden zum Beispiel so USB-Platten in eine bestehende Spanplattenkonstruktion eingeflickt, was ja erstmal gar nicht verkehrt ist. Das Ganze sollte dann aber in Verbindung mit einem Trockenestrichsystem irgendwo aneinander gekoppelt werden. Und gut, da sind natürlich auch der Bauchchemie irgendwo Grenzen gesetzt bei diesen unterschiedlichen Materialien, sodass hier schlussendlich dann irgendwo eine durchgehende Trockenestrichkonstruktion oben aufgelegt werden musste, um dieses ganze System hier noch irgendwo in eine vernünftige Richtung zu bekommen. Ne? Und ganz wichtig ist natürlich dann eben in diesem Fall, dass dort auch systemkonforme Bauwerke dann erstellt werden können. Ich höre es schon raus, also das Wichtigste bei Holzwerkstoffplatten im Allgemeinen ist sicherlich die Dimensionierung und die Ausführung, was die Unterkonstruktion angeht. Und da kann man eigentlich sehr, sehr schön sich an dem TKB-Merkblatt 10 orientieren. TKB-Merkblatt 10, Fertigteil-Estriche auf Basis von Fertigteil-Estrich und Holzwerkstoffplatten. Heißt, das ganze Ding gibt's kostenlos auf klebstoffe.com von der TKB. Und diese Tabelle rechts ist als Auszug da drin, wo dann genau angegeben wird, die Mindestschichtdicke, wenn ich jetzt zum Beispiel elastische textile Bodenbelege auf den Spanplatten verlegen möchte. Als Faustformel kann man sich merken, grundsätzlich schon mal 25 mm,
bei einlagiger Konstruktion und bei Parkett sollte man eigentlich immer zweilagig arbeiten und dann mindestens 16 mm. Also das kann man sich so als Faustformel ganz gut merken. Ansonsten ganz wichtig natürlich den Balkenabstand vernünftig mit der Unterkonstruktion ausführen. Sollte ich jetzt im Bestand sein und kann es halt natürlich nicht mehr so in dem Sinne beeinflussen, was damals verbaut wurde, sollte ich es zumindest prüfen. Und wenn ich der Meinung bin, naja, weicht jetzt total davon ab, von diesen Vorgaben, dann sollte ich eben auch entsprechend Bedenken anmelden und dann vielleicht schauen, ob man da mit einer Entkopplung oder eben mit einer zweiten Lage obendrauf irgendwie arbeiten kann. Genau. Gut, damit wären wir mit dem ersten Thema Holzuntergründe erstmal durch, aber wir haben ja noch zwei. Und das Thema Systemböden, naja, vielleicht weiß erstmal nicht jeder, was sich direkt dahinter verbirgt, aber das ist auch durchaus sehr, sehr interessant. Da gibt es viele, viele Sonderaufbauten. Grundsätzlich unterscheiden wir jetzt erstmal bei Systemböden die sogenannten Hohlbodenkonstruktionen, die in der Regel eine flächige Tragschicht haben, und die sogenannten Doppelböden, also einzelne Doppelbodenplatten. Und ich würde sagen, Jens, starte doch mal mit dem Hohlboden. Ja, der Hohlboden, ganz klar, also wird dann eben aufgeständert, um unterhalb der Boden eben entsprechende Installationsleitungen zu verlegen. Auf diesen, in der Regel sind es Gipsplatten, wird dann halt flächig so ein Calciumsulfat-Fließestrich gegossen. Und damit habe ich auf jeden Fall einen geschlossenen Verlegeuntergrund, der nach den entsprechenden Arbeiten wie Grundieren, Spachteln und so weiter für eigentlich alle Bodenbelege geeignet ist. Ne? Die habe ich dann auch einmal in dem, als Nassbodensystem, das heißt eben mit diesem Calciumsulfat-Fließestrich, oder halt auch eben als Trockenhohlboden, wo entsprechende Gipsfaserplatten mit als geschlossener Verlegeuntergrund vorliegen. Und auch hier kann ich eigentlich nahezu alle Bodenbelege drauf verlegen. Der Zugriff erfolgt da wie dort über sogenannte Hydranten oder Revisionsöffnungen. Ja, und damit wäre das ganze Thema eigentlich auch schon relativ einfach abgehandelt, Mike. Ja, also so sieht das Ganze dann in der Praxis aus im Neubau, ne? Also so wie du es beschrieben hast, in der Regel mit einer flächigen Konstruktion, wie jetzt hier eben mit einem Calciumsulfat-Fließestrich. Wenn da jetzt keine Sinterschicht drauf wäre, könnte man im Prinzip einfach loslegen. Also erstmal gar nicht so kompliziert. Und Gleiches gilt ja hier im Prinzip in dem Fall auch für die Trocken-Estrichplatten, die dann als Trockenhohlboden hier installiert sind. Aber wir sind ja jetzt nicht im Neubau oder jetzt zumindest bei unserem Thema heute nicht, sondern wir möchten ja jetzt mal über das Thema Sanierung reden. Was machen wir denn, wenn wir dann, wie jetzt hier im nächsten Bild, einem alten Bestandshohlboden begegnen? Ja, hier ist es natürlich so, dass diese alten, nicht mehr tragfähigen Schichten relativ brutal mechanisch entfernt wurden. Man sieht das also sehr schön an dem linken Bild, dass also hier doch deutliche Unebenheiten im Untergrund vorhanden sind. Und da ist es dann halt eben so, dass wir hier um eine vernünftige Spachtelung in der entsprechenden Stärke nicht umherkommen. Und da reicht dann in der Regel, wenn keine Klebstoffreste vorhanden sind, eine Grundierung mit unserem Ecoprim T-Plus als Dispersionsvorstrich und dann in der Regel eine Spachtelung mit der Planitex Fas beispielsweise, die also auch einen Belegen direkt nach 6 Stunden schon ermöglicht in der Aufbaustärke bis 5 mm. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell Gips heute sein kann im Vergleich zu früher. Gips in seiner schnellsten Form, sage ich immer. Genau, schnell Gips. Dann haben wir als nächstes natürlich die Thematik, dass wir gerne auf solchen alten Flächen direkt verklebte textile Bodenbelege vorfinden, in Bahnware oder auch kombiniert in Bahnen und Fliesen. Und hier ist es natürlich so, dass nach dem Entfernen dieser alten Teppichböden oder Textilbelege eben halt Klebstoffreste im Untergrund vorzufinden sind. Die sind mitunter gar nicht mal mehr so einfach zu entfernen mechanisch. Und hier ist es dann eben so, dass man dort in dem Fall einfach zur Vermeidung von Gerüchen einfach einmal mit der Ecoprim PU als Kartogo, also einer einkomponentigen PU-Grundierung, vorstreicht, im Nachgang dann den Systemvorstrich T-Plus einsetzt und dann beispielsweise mit der Planitex Fast die ganze Sache vor der Verlegung wieder in einen ordnungsgemäßen gespachtelten Untergrund versetzt. Okay, also im Prinzip eigentlich mehr oder weniger wie bei einem Calciumsulfat-Estrich,
Da würde ich es ja mehr oder weniger genauso machen. Spannender wird es jetzt aber eigentlich, finde ich, wenn wir auf das Thema Doppelbodenplatten zu sprechen kommen, weil da können wir es natürlich nicht so einfach machen, denn hier haben wir eben keinen geschlossenen Untergrund, sondern eben einzelne lose Platten, die auf diesen Doppelbodenstützen aufliegen und die jederzeit an jeder Stelle hochgenommen werden können. Das heißt, hier habe ich natürlich nur eine eingeschränkte Verlegung von Belegen, die hier möglich sind. In der Regel sind das nämlich Textilfliesen, die dann mit einer Rutschbremse drauf verlegt werden, bauseitig, wie jetzt oben links im Bild, kommt eine Rutschbremse drauf, Textilfliese drauf und ich kann dann sowohl die Fliese als auch die darunterliegende Platte jederzeit hochnehmen. Oder andere Variante, diese Doppelbodenplatten sind schon werkseitig mit einem entsprechenden Belag, das kann dann eben auch ein elastischer Belag sein, beklebt, und werden dann im Prinzip stumpf aneinandergelegt und können dann auch wieder hochgenommen werden. Dann gibt es noch verschiedene Sonderkonstruktionen, wie zum Beispiel als Akustikvariante oder als Klimaboden. Und die häufigste Variante ist dann in der Regel eigentlich eine Kombination aus Hohl- und Doppelboden, nämlich dann mit einem Calciumsulfat-Fließestrich als Hohlboden und einer Doppelbodentrasse, die dann eben partiell Zugriff ermöglicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das Ganze in der Sanierung anfassen? Da müsste man jetzt grundsätzlich erstmal fragen, was soll denn verlegt werden? Soll wieder eine neue Textilfliese drauf? Da habe ich dann natürlich das Problem, dass die Altfixierung drauf ist und ich dann mit einer neuen Rutschbremse einfach draufgehe. Naja, ist ein gewisses Risiko von Gerüchen. Oder soll ich tatsächlich das Ganze vollflächig abspachteln? Dann habe ich natürlich die Funktion der Doppelbodenplatten eigentlich rausgenommen. Also ich kann sie dann natürlich nicht mehr vollflächig überall hochnehmen. Und ich muss es natürlich auch richtig machen, nicht, dass es mir hinterher Risse gibt. Das sind erstmal so die zwei Fragestellungen und die zwei Systeme, die wir natürlich auch haben. Wenn wir uns den ersten Fall anschauen, wir sehen jetzt hier erstmal im Bestand Doppelbodenplatten, die waren werkseitig mit einem Belag beklebt. Dann kam eine Rutschbremse drauf und eine Textilfliese. Und da wurde jetzt der alte Belag entfernt und es sollte eine neue Textilfliese verlegt werden. Das Vorgehen ist grundsätzlich natürlich erstmal möglichst die alte Fixierung runterschleifen, was mit einer Tellermaschine erstmal natürlich relativ schwer ist, weil es klebt. Allerdings gibt es da einen Tipp, nämlich ein bisschen Quarzsand auf die Fläche streuen. Der wirkt zum einen abrasiv und bindet auch irgendwo die alte Fixierung, sodass ich dann, wie jetzt hier ersichtlich, den Großteil eigentlich runterbekomme. Und dann empfehlen wir, ähnlich wie der Jens das gerade beim Hohlboden auch gesagt hat, zur Vermeidung von Gerüchen einmal mit EcoPrim PU1 Graturbo vorzustreichen. Und dann kann ich tatsächlich direkt auf die PU-Grundierung die neue Rutschbremse auftragen, zum Beispiel Ultrabond Eco Tactics Plus, und dann eben eine neue Textilfliese verlegen. Das wäre erstmal so dieser Standardaufbau. Wichtig ist, ich muss natürlich aufpassen, dass mir keine PU-Grundierung und auch keine Rutschbremse zwischen die einzelnen Doppelbodenplatten läuft. Dementsprechend entweder die Randbereiche abkleben der einzelnen Platten und dann komplett das Ganze drüber ziehen, oder ich gehe eben her und mache sukzessive Platte für Platte und streiche das Ganze ein. Am besten bewährt hat sich hier auch ein Abstreifgitter, was ich dann zu Hilfe nehme, sowohl für die PU-Grundierung als auch dann für die Rutschbremse. Ja, ein guter Tipp. So, das war aber noch der einfachere Aufbau. Jetzt kommen wir nämlich Ja, zum vollflächigen einfach Abspachteln. verliedern, aber wir haben ja schon mal die Herausforderung, dass wir wirklich flächig diese Platten überspachteln müssen. Und der Verleger, der jetzt hier am Werk war, der war ja wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass die eingebauten Fasern in die Spachtelmasse diese Fugen komplett überdecken. Wie man auf dem Foto sieht, hat das nicht ganz so gut funktioniert. Also das war schon, naja, ich sag mal, ein bisschen wagemutig. Besser ist es in diesem Fall natürlich, wenn ich die Fugen im Vorfeld einmal komplett abspachtel, so wie auf dem linken Bild zu sehen, und dann anschließend einmal durchnivelliere, um dort halt eben wirklich einen geschlossenen Systemaufbau herzustellen und eine entsprechend ebene Verlegefläche habe. Ganz genau. Ob ich das jetzt so mache wie hier und gehe wirklich her und spachtel nur die Stöße ab, meistens ist es dann doch einfacher, das Ganze vollflächig zu machen. Und vor allem empfehlen wir hier eigentlich auch ein zusätzliches Gewebe mit einzuspachteln, um halt wirklich dieses Risiko von Rissbildung auch während der Nutzung auszuschließen, weil in der Regel sind wir ja hier auch im gewerblichen Bereich, also in Büroräumlichkeiten, wo man dann natürlich auf Nummer sicher gehen will. Und da haben wir auch ein entsprechendes Video vorbereitet und das zeigen wir jetzt als nächstes.
So, das war das nächste Video und ich muss immer wieder sagen, die Planitex Fast, die hat, ob mit oder ohne Fasern, so einen verdammt guten Verlauf. Das ist schon wirklich sensationell. Ja, die ist wirklich klasse. Also das muss ich einfach unterstreichen. So, um das auch nochmal zusammenzufassen, wichtig ist, wenn ich jetzt darüber spachtel über alte Doppelbodenplatten, sollte ich natürlich trotzdem dem Bauherrn aufklären, dass es trotz bester Verarbeitung aller Produkte immer noch ein gewisses Restrisiko gibt, wenn ich jetzt hohe dynamische Lasten habe, dass es vielleicht doch hier und da mal zum Riss in der Spachtelmasse kommen kann, weil ich habe einfach lose liegende Platten unten drunter. Das ist halt ein Risiko, da sollte der Bauherr darüber aufgeklärt werden. Ansonsten sollte ich auf jeden Fall versuchen, diese Platten möglichst zu entklappern, wie man sagt. Das heißt, wirklich gucken, wo muss ich vielleicht irgendwas unterkeilen, wo muss ich vielleicht was mechanisch fixieren, vielleicht auch mal eine Stütze austauschen. Also auch die Vorbereitung, die im Vorfeld erfolgen muss, muss ich hier natürlich beachten. Wichtig ist auch, ich habe ungefähr mit dem Aufbau eine Aufbauhöhe von 5 mm plus minus mit Gewebe und Spachtelmasse. Das heißt, ich sollte dann auch die Anschlusshöhen mal kontrollieren an angrenzende Flächen und gegebenenfalls neue Schienenprofile mal setzen. Alles, was wir gesagt haben, Gewebe einspachteln, Fugen vorziehen, Phaseausgleich und alles weitere, findet sich auch hier im AWT-Praxistipp zusammengefasst auf drei Seiten, nämlich hier abgebildet in dem Praxistipp Doppelbodenplatten als geschlossenen Verlegeuntergrund herstellen. Auch den gibt es bei uns auf der Website im Bereich der technischen Dokumentation. So, in der Regel finden wir aber natürlich nicht komplett vollflächig Doppelbodenplatten. Also zumindest geht der Trend dahin, so eine Kombination wie hier zu wählen, oder Jens? Ja, in der Regel ist es ja so, dass wir große zusammenhängende Flächen haben, die dann mit einer entsprechenden Trasse als Installationsebene oder Wartungsebene versehen werden. Und hier ist es dann natürlich eben so, dass ich dort natürlich auch in der Regel entweder Teppichfliesen vollflächig oder auch eine Kombination aus beidem habe, dass also auf diesen Doppelbodenplatten oftmals Teppichfliesen oder Elemente verlegt werden. Und der Rest wird mit der Bahnware angearbeitet. Und hier ist es dann natürlich wichtig, dass ich eben auch hier diese Platten und Schienensysteme entsprechend sauber anarbeite. Gegebenenfalls hier und dort mal ein bisschen nachspachtel, um einfach eine vernünftige und saubere Verlegung sicherzustellen. Und natürlich auch ganz wichtig, wenn ich eine Fixierung auf diese Doppelbodenplatten aufbringe, dass ich da die Randbereiche ausspare, um halt ganz einfach ein Verkleben dieser Elemente dann da zu verhindern. Weil das ist dann doch sehr schwierig, die im Nachgang dann nochmal wieder voneinander zu trennen. Also man glaubt nicht, was so ein bisschen Fixierung im Fugenbereich für enorme Klebkräfte aufwirken kann. Ne? Ja, enorm, das stimmt wohl. Ja, gleiches gilt übrigens auch hier bei dieser Besonderheit, nämlich Akustik-Doppelbodenplatten. Auch da sollte ich vermeiden, dass mir irgendwas durch die Löcher durchläuft. Sollte hier jetzt mal was drauf verlegt werden, macht es Sinn, zunächst einmal diese Platten zu grundieren, um sie eben staubfrei zu machen, zum Beispiel hier mit unter Zuhilfenahme von einer Gardena-Spritze oder ähnliches, weil ich kann natürlich die Grundierung nicht einfach ausgießen, sollte dann aber noch einmal zum Verschlichten mit einer Schaumstoffrolle da durchgehen. Gilt übrigens grundsätzlich, wenn ich irgendeine Grundierung hier im Spritzverfahren verarbeite. Das ist ganz wichtig, die Grundierung, dass hinterher mein Kleber gleichmäßig und gezielt abtrocknet und eben nicht unterschiedlich schnell wegschlägt. Wenn ich nämlich jetzt wie hier einen Kugelgarn oder ein Nadelflies oder ähnliches verlege, in dem Fall ist es Kugelgarn, dann brauche ich natürlich einen entsprechenden Kleber, der auch eine ausreichende Klebkraft hier bewirkt. Und in dem Fall ist das hier Ultrabond Eco TX3, der einen unglaublich hohen Fahranzug hat. Ich trage den hier in dem Fall mit einer Strukturwalze auf. Das ist diese grobporige Schaumstoffwalze. Da habe ich dann ungefähr die gleiche Auftragsmenge wie mit einer B2-Zahnung, also so um die 400 Gramm, die dann eben auch reicht, um den Teppich auch dauerhaft unten zu halten. Sollte dann in dem Fall aber hier knapp 30 Minuten ablüften lassen bei normalem Raumklima, damit er eben auch einen richtig starken Fadenzug bekommt und ich den Teppich dann eben auch einlegen und anwalzen kann und damit er dann auch wirklich sitzt. Das ist mal so eine Sonderlösung hier, wenn ich mal Bahnware auf solchen Untergründen verlege. Bei Textilfliesen würde ich es jetzt tendenziell ähnlich machen. Das heißt, da spritze ich dann meine Rutschbremse auf und verschlichte die und verlege dann eben meine Textilfliesen hier wieder.
Und einen haben wir noch. Das war ein sehr, sehr schönes Bauvorhaben, nur um mal zu zeigen, was so alles möglich ist. Hier wurde ein Klimaboden im Berliner Schloss, im Humboldt-Forum eben verbaut von Knauf, der Gieferflor-Klimaboden. Und da sollte ein Räuchereiche-Starrparkett drauf. Da hat man dann mit S968, unserem schubfesten Einkackkleber, diese Räuchereiche-Starrparkett-Elemente auf diesen Klimaboden draufgeklebt. Und dann hinterher durch einen Tischler mit einer CNC-Maschine die Löcher oben reinfräsen lassen und das Ganze dann eben auf der Baustelle da zusammengesetzt. Also auch mal eine sehr interessante Anwendung. Also bei solchen Sachen werden wir immer gerne auf die Baustelle gerufen und freuen uns da, Lösungen mit ihnen zu erarbeiten. Also grundsätzlich ist eigentlich fast alles möglich. So, apropos alles möglich. Wir kommen jetzt mal zum Schadensfall Nummer 1 auf den Baustellen, zu unserem letzten Thema, nämlich feuchte Untergründe. Und da gibt es, glaube ich, auch nichts, was nicht möglich ist, aber eher im negativen Sinne, oder? Das ist in der Tat so, ja. Also wir haben ja eine Vielfalt an feuchten Untergründen. Wir haben beispielsweise große Betonflächen, die dann im Nachgang auf einmal mit irgendwelchen Bodenbelägen versehen werden sollen. Wir haben immer diese Blasenbeulenbildungen auf einmal, weil es da mal reingeregnet hat oder eben die Feuchtigkeitsmessung nicht richtig durchgeführt wurde und überhaupt nicht durchgeführt wurde. Und dann gibt es schon mal solche Springbrunnenkonstruktionen mitten im Zimmer, kann man auch schon mal haben. Und man sieht auch hier auf dem rechten unteren Foto, welche enormen Kräfte dann wirklich mal bei defekten Holzuntergründen, wenn die Feuchtigkeit kriegen, was da wirklich mal passieren kann. Also es ist schon gewaltig, was so ein nasser Holzboden da in so einem Gebäude bewirken kann. Absolut. Tja, aber eigentlich sollte man doch meinen, Jens, wenn ich jetzt in die Normen schaue, da steht doch ganz klar drin, Estriche dürfen erst dann belegt werden, wenn sie trocken sind. Und im Rahmen meiner Prüfpflichten muss ich eben diese Trockenheit oder die Belegereife dann ermitteln mit dem CM-Gerät. Ja, und da habe ich meine CM-Messung gemacht und dann kann doch eigentlich gar nichts mehr passieren. Also warum reden wir da überhaupt über feuchte Schäden? Naja, eigentlich da kommt dann immer der Faktor Zeitdruck dazu. Dann gibt es das Problem mit ungleichmäßigen Estrichdicken. Dann gibt es eine Vielzahl an irgendwelchen beschleunigten, wundermittelbehafteten Estrichen, die dann irgendwo bei 3,4, 3,5 cm% belegreif sein sollen. Wir haben die Thematik Feuchteschäden, zum Beispiel durch Rohrbrüche oder halt auch schlichtweg aufsteigende Feuchtigkeit und Betonuntergründe. Und da ist natürlich dann schon auch so ein bisschen Fachwissen gefragt und vor allem auch der Einsatz der richtigen Hilfsmittel, um dort eben auch eine sichere Verlegung gewährleisten zu können. Ja, aber da hast du noch einen guten Lösungsansatz für. Ja, also grundsätzlich erstmal egal, ob ich jetzt feststelle, dass der Estrich 10 Zentimeter statt den ausgeschriebenen 6 Zentimeter ist oder ob ich jetzt feststelle, dass irgendwo vorher ein Wasserschaden war und ich natürlich die ganzen Feuchtigkeitsnester vielleicht gar nicht erkennen kann oder ob ich jetzt eben irgendwie das Problem von aufsteigender Feuchte habe. In jedem Fall macht es Sinn zu sagen, hier beraten wir mal den Auftraggeber entsprechend, melden unsere Bedenken an und bieten an, das Ganze eben abzusperren. Mit entsprechenden Mitteln kann ich eben die Feuchte auch dauerhaft im Untergrund einschließen, beziehungsweise kontrolliert und langsam und gezielt austrocknen lassen, sodass es mir dann eben nicht zum Schaden kommt. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten und die kannst du uns jetzt mal vorstellen, was es da so gibt. Der Klassiker ist natürlich nach wie vor der Einsatz von Epoxidharzabsperrungen, die dann hier wie unser Primer MFEC Plus bis ca. 6 cm% zuverlässig funktionieren. Das ist natürlich eine sehr hohe Sperrwirkung und sehr breites Einsatzspektrum, eben auch durch die Möglichkeit der Verfestigung von sensiblen oder kaputten, defekten Oberflächen. Aber das Ganze hat natürlich auch so ein paar Nachteile, darf man auch nicht unerwähnt lassen. Ich muss also zwingend natürlich meinen Arbeitsschutz logischerweise beachten. Das kann zu einer Sensibilisierung aufgrund der Inhaltsstoffe kommen, die dann eben zu irgendwelchen allergischen Reaktionen kommen. Ich habe eine relativ begrenzte Topfzeit, also ich kann da jetzt nicht irgendwo mal eine Stunde Mittag zwischendrin machen gehen, wenn ich das angerührt habe. Ich habe relativ lange Trocknungszeiten und natürlich auch relativ hohe Verbräuche. Das kommt natürlich beim Einsatz dieser Systeme mit hinzu. Tja, ein Wundermittel mit Grenzen. Ja,
Dann gibt es natürlich die zweite Systemvariante, den Einsatz von Ecoprin PU1 Cartobo. Auch der hat eine sehr hohe sperrende Wirkung, ist halt einkomponentig, also ein Polyurethanprodukt. Sehr schnelle Trocknung, gebrauchsfertig. Das heißt also, Mischfehler wie in dem Fall sind hier nicht möglich. Ich könnte ihn also auch als Direktverlegung für entsprechende Ebene Untergründe unter Parkett einsetzen. Aber auch hier natürlich die Thematik Sensibilisierung und vor allem das Risiko von Blasenbildungen, weil der natürlich auf gefrästen Untergründen und so weiter aufgrund der Vertiefung eben nicht so einfach glatt und dünn aufzurollen ist und somit das eben dann dort eben auch zu dieser sogenannten Aufschäumung kommen kann. Also aber deutlich schneller, ja, deutlich aber ein geringeres Einsatz. Aber wir haben da, glaube ich, ja noch was ganz Neues. Genau, Mappe-Proof Primer. Ja, ein Polyvinyl-Dinchlorid. Das ist also eine einkomponentige Grundierung, die durch einen zweifachen Auftrag eine Sperrwirkung bis ca. 4,5 cm bei unbeheizten Zementestrichen generiert. Ich habe also eine deutlich schnellere Trocknung, ich habe einen sehr geringen Verbrauch und ich habe vor allen Dingen die Möglichkeit, nach dem zweiten Auftrag direkt darauf zu spachteln, ohne irgendwelche Probleme. Das Ganze ist natürlich geruchsarm mit dem blauen Engel versehen, EMI-Code EC1+. Aber auch hier, wo Vorteile sind, gibt es natürlich auch einen Nachteil. Das heißt, ich habe dann irgendwo einen begrenzteren Einsatzbereich und halt eben auch eine etwas geringere Sperrwirkung. Also beispielsweise auf Betonuntergründen würde dieses Produkt jetzt nicht so ohne weiteres funktionieren. Aber ja, die meisten Dinge, die wir tagtäglich haben, nämlich hier oben mal ganz kurz aufgeführt, Zeitdruck, zu frühe Belebung, ungleichmäßige Estrichdicken, beschleunigte Estriche oder eben auch diverse feuchte Schäden, die im Bau schon mal vorkommen können, würde das Produkt natürlich universell einsetzbar sein. Ganz genau. Also jetzt hast du mir die Zusammenfassung vorweggenommen, aber super. Ich habe eigentlich gar nichts mehr zu ergänzen. Also ich muss sagen, ich finde das Produkt total toll, insbesondere weil es eben auf Wasserbasis ist und ich hier unmittelbar drauf spachteln kann, wie bei einer normalen Dispersionsgrundierung. Und man sieht also überall da, wo ich im Prinzip einen Estrich mit zu hoher Feuchte habe, kann ich ihn einsetzen. Nur da, wo ich eben aufsteigende Feuchte oder nachdrückende Feuchte habe, da muss ich dann eben doch auf den bewährten Epoxidharzprimer zurückgreifen. Ja. Genau, ja, und das gibt es natürlich dann auch wieder hier als Systemlösung im Rahmen von Wir sanieren Deutschland, nämlich die Systemlösung zum nachhaltigen Absperren. Denn Mappe-Proof Primer ist nicht nur auf Dispersionsbasis und hat, ich sag mal, Verarbeitungsvorteile, technische Vorteile, sondern auch beim Thema Nachhaltigkeit Vorteile. Ich habe nämlich ungefähr 62% an CO2-Einsparung gegenüber Mappe-Epoxidharz-Grundierungen und ich habe in Summe natürlich auch einfach einen deutlich geringeren Verbrauch, nämlich bei zwei Aufträgen gerade mal ungefähr 250 Gramm, also eigentlich das, was ich beim Epoxidharz bei einem Auftrag habe. Ja, das Produkt hat natürlich noch einen weiteren Vorteil. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kriege ich so ein Dispersionsprodukt gleichmäßig überall deckend aufgebracht? Unsere Technikkollegen in Mailand in den Labors haben sich dann einfach mal einen Farbumschlag einfallen lassen, sodass ich also nach dem zweiten Auftrag wirklich sicherstellen kann, durch den Farbumschlag, wie das hier auf dem Foto 1 und 2 zu sehen ist, dass ich da also wirklich auch überall gewesen bin und keine Stelle vergessen habe. Und nach einer Trocknungszeit von rundweg 2 Stunden nach dem zweiten Auftrag kann ich also dann problemlos die ganze Sache spachteln und entsprechend nach der Trocknung derselbigen eine entsprechende Belagsverlegung durchführen. Also auch hier wirklich ein sehr zukunftsweisendes, nachhaltiges Produkt, was in der Anwendung auch richtig Spaß macht und wirklich problemlos ist. Ich glaube, dir hat es auch wirklich Spaß gemacht, denn du bist nämlich hier auch auf dem nächsten Video zu sehen. Und das schauen wir uns jetzt zum Abschluss auch nochmal an, nämlich das Video Nachhaltig absperren mit Mappe-Proof Primer. Okay.
Ich muss ja sagen, das Produkt ist wirklich geil, aber der Teppichboden, den du dir da für dein Wohnzimmer ausgesucht hast, der ist schon etwas gewöhnungsbedürftig, oder? Das musst du mal in Vollendung sehen. Das hat schon Gesicht. Im wahrsten Sinne. Damit sind wir tatsächlich dann auch durch mit unseren drei Themen: Holzuntergründe, Systemböden und feuchte Untergründe. Wenn Ihnen das Webinar gefallen hat und Sie möchten den ersten Teil zum Thema Altlasten, Spachtelmassenreste, Altkeramik und historischen Altuntergründen auch nochmal anschauen, das kann ich Ihnen auch nur wärmstens empfehlen. Da finden Sie den Videomitschnitt bei uns in der Mediathek. Ja, und wenn Sie jetzt noch akut Fragen zu den soeben gesehenen Aufbauten, Produkten oder Untergründen haben, dann schreiben Sie diese gerne weiterhin in den Chat. Unsere Kollegen sind schon fleißig dabei, die Fragen zu beantworten. Und auch jetzt nach Ende des Webinars bleiben wir noch einen Moment im Chat und beantworten natürlich Ihre Fragen bis zum Schluss. Ansonsten die behandelten Themen und auch die passenden Systemaufbauten zu den genannten Dingen hier finden Sie zum einen als Anhang hier beim Webinar. Sie haben rechts so einen kleinen Reiter, da können Sie auch die Unterlagen runterladen. Das sind eben diese vier Systemaufbauten für Holzuntergründe, Doppelböden, zum nachhaltigen Absperren und zur Verlegung auf Betonuntergründen. Da kommt dann doch wieder Epoxy zum Einsatz. Und Sie finden dann auch alle weiteren Lösungen und Aufbauten für sämtliche Sanierungsfälle auf WSD für Wir Sanieren Deutschland. mapai.de oder natürlich bei uns auf Anfrage bei Ihrem Mapai-Ansprechpartner. Gut, und dann würde ich sagen, bedanken wir uns sehr recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Jens, dass du heute mit dabei warst. Sehr gerne. Und wünschen wir noch allen zusammen einen wohlverdienten, schönen Feierabend. Ganz genau, und bis zum nächsten Mal hier bei der Mapai Academy. Auf Wiedersehen.